So, meine lieben Freunde der Seichenunterhaltung, hier ist wieder euer Ravenite mit Let's Play Lufia Rise of the Sinistrals. Das letzte Mal habe ich euch versprochen, dass ich etwas offscreen machen werde, beziehungsweise angekündigt, dass ich es offscreen machen werde. Ich bin nochmal in den Turm gegangen, nach oben, und habe dort die Kisten geplündert, die hinter Camus lagen. Ja, was lag da jetzt hinter? Da lag jetzt einiges dahinter. Nämlich lag für den Held einmal der Feuerdolch dahinter. Und Guy hat die Camu-Rüstung bekommen, die für diesen Zeitpunkt schon recht gut ist. Und ich habe noch eine Perlenkette erhalten, die ich allerdings jetzt noch nicht verwenden werde. Die werde ich erst später ausrüsten. Und ja, das Kapselmonster hat sich bis jetzt auch ganz wacker geschlagen, ist ein bisschen aufgelevelt. Hat noch nicht mal mehr so oft die Flucht ergriffen, wie ich dachte. Bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es ungefähr jeden zweiten Kampf rennt, aber ist bis jetzt nur einmal weggerannt. Naja. Aber wollen wir doch erstmal jetzt in Clemento gleich nochmal schauen, was da auf uns lauert. Ja, die Stachelechsen und alles sind momentan von sich keine Probleme mehr. Und ihr seht diesen immensen Schaden, den Maxim macht. Das liegt einzig und allein an dieser Waffe. An dem Feuerdolch. Und die Gegner sind alle anfällig gegen Feuer. Und ja, das ist natürlich sehr mutig von diesem Skorpion, einfach auf Fumi einzuschlagen. Ich glaube, ich werde gleich live Zeugen sein von einer Flucht von Fumi. Denke es einfach mal. Oh. Fumi ist geblieben. Also, der wird langsam unheimlich. So, wollen wir doch mal in Clemento noch mal reinschauen und noch mal gucken, was es da so gibt für Ereignisse. Claude, der reichste und mächtigste Mann des Dorfes, lebt in einem riesigen Haus da hinten. Achso, in diesem riesigen Haus. Ja, okay, das ist ja das hier. Stell mir mal hier die Frau an. Uns gehören alle Häuser im Dorf. Die Miete alleine bringt uns ein kleines Vermögen ein. Natürlich gibt es auch einige, die nie pünktlich bezahlen. Ja, solche Leute liebt man. Ich bin Claude, der reichste Mann im Dorf. Ich verstehe, ihr seid Krieger. Wart ihr schon mal in der Nordhöhle? Nein, aber warum fragst du? Es gibt ein Gerücht, dass dort ein Rubin in der Form eines Apfels ist. Leider sind dort zu viele Monster, sodass ich nicht an den Rubin herankommen kann. Ich muss den Rubin aber einfach haben. Verkauft ihr ihn mir, wenn ihr ihn findet? Natürlich zahle ich euch, was immer ihr fordert. Ich bin nicht geizig. Ich weiß, wie man mit Geld umgeht. Sonst wäre ich nicht so reich. Liebling, der Glasladen hat die Miete immer noch nicht bezahlt. Die sind immer zu spät. Was? Schon wieder? Ich habe ihnen gesagt, wenn das nochmal vorkommt, fliegen sie raus. Was machen wir? Mal sehen. Ups, belästige unsere Gäste doch nicht mit solchen Dingen, Liebling. Warum nicht? Es ist doch nichts Falsches daran, die Wahrheit zu sagen. Haha, da hast du nicht noch etwas draußen zu erledigen, Liebling? Schon gut, schon gut. Entschuldigt ihr Benehmen, wie peinlich, haha. Ja, also, ein Apfelrubin besorgen. Der Glasladen hat die Miete nicht bezahlt. Ist natürlich nicht so toll. Ich hörte, Jafar hat seine Glaskunst vor langer Zeit auf dem Ostkontinent gelernt. Der Apfelrubin wurde von Jafars Lehrer gemacht und ist jetzt der Nationalschatz. Ja, toll. Willst du dir die schönen Kunstwerke aus Glas unten im Laden ansehen? Ja, wäre nicht verkehrt. Ich möchte gerne mal wissen, wo dieser Glasladen ist. Hallo. Das sind echte Kunstwerke aus Glas. Hast du die alle hergestellt? Nein, mein Mann ist der Künstler. Wirklich? Ist er zu Hause? Nein, er ist unterwegs. Er sucht schöne Dinge, um sie in Glas einzugießen. Aber er müsste schon lange zurück sein. Er war noch nie so lange weg. Entschuldigt, ich rede zu viel. Habt ihr etwas gefunden, was euch gefällt? Naja. Ein Glasarmband. Kaufen wir doch glatt und rüsten wir auch raus. Weil die anderen Sachen brauche ich nicht. Okay, gehen wir mal nach oben. Ist hier irgendwas? Nö. Schade eigentlich. Gut, wir müssen also in die Nordhöhle. Dem Namen nachzufolgen, müsste sie im Norden sein. Gut, machen wir uns doch mal auf den Weg. Schauen wir mal, ob wir sie finden. Goodie, goodie. Hier ist ein Schrein. Oh, Arachna und irgendwelche komischen Flugviecher. Mal gucken. Ja, die Arachna ist mit dem Feuerschwert überhaupt kein Problem. Oh, der Flip-Flap-Tanz, den lieben wir ja noch so lieb. Genau deswegen. Och, meine Güte. Ich kann nicht mehr schmerzfrei schnarchen hier. Das ist lästig. Arg lästig, meine Freunde. Arg lästig.
Gut, 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 gut. Ja. Arachna müsste weg sein. Aber wert ab. Ach, der Angriff hat keinen Schaden gemacht. Hat nur geweckt. Auch nicht schlecht. Naja, wie dem auch sei. Maxim ist aufgelevelt. Gi ist aufgelevelt. Und Avor ebenfalls. Wunderbar. Was ist hier oben? Der Tempel nach Pandoria. Das heißt, hier sind wir falsch. Da müssen wir nämlich ein anderes Mal hin. Warum? Verrate ich noch nicht. Aber doch erstmal schauen hier. Wie weit wir hier jetzt noch kommen. In diesem Video. Wir haben die Hälfte schon wieder fast weg vom Video. Indem ich wieder fast nur Unsinn gemacht habe. Wie eh und je. Ihr kennt mich ja. Beule. Gut. Arachna wieder hier. Am Start. Wollen wir erstmal wieder weiter Schaden machen hier. Nee, Verstärkung. Da ist aber Gazo nicht. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ey, nicht auf Fumi. Fumi hat euch nichts getan. Fumi muss nur mal seinen Senf dazugeben. Was anderes macht er nicht. Also ist er friedlich. So, und du auch. Zack. Arachna, weg damit. Ach, das Viech lebt noch. Stirb. Mist. Ja, ich glaube, Fumi rennt entweder weg oder stirbt. Eins von beiden wird passieren. Beziehungsweise Avor. Ich werde ihn jetzt Avor weiterhin nennen. Denn eigentlich heißt er ja auch so. Er hat ja den Namen so bekommen. Er konnte nicht gar nicht mehr wegrennen. Hehe. Guti guti. So, rein hier. Rubinhöhle U1. Das ist auch ein Kapselmonster. Das werden wir uns auch noch später holen. Allerdings machen wir jetzt erstmal ganz normal weiter. So, so, so. Freunde, Freunde, Freunde. Fumischlag. Jawohl. Genau das wollte ich sehen von dir. Perfekt. Was in dieser Höhle noch auf uns lauert, das werden wir noch ein bisschen sehen. Das hat nur sehr viel mit Feuer zu tun. Ah, hier war auch ein Schalter drunter, wie ihr seht. Die Biene. Bomben! 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 Attacke. Bums. So, was haben wir denn hier? Naja. Ich scheine über den Gegnern hier vorbeizulaufen. Rubinhöhle U2. Ach ja. Drück mit Kraft geballter nach links die Schalter. Ach, war das nicht hier mit der richtigen Reihenfolge? Dass man die richtigen in der richtigen Reihenfolge drücken muss, dass das richtig funktioniert? Ach ja, die müssen alle nach links zeigen. Das war ein blödes Rätsel. Ha! So schwer war das gar nicht. Ich habe jetzt einfach nur auf doof gedrückt. So, wie ihr seht, die Lava ist weg und wir bekommen unser nächstes Kapselmonster. Das Kapselmonster Kettenhund schließt sich an. Ja, gib dem Kettenhund einen Namen. Gordo. Ich werde bei Gordo bleiben und ich gucke mir jetzt erstmal die Statistik von Gordo an. Ja, Gordo kommt mit, weil Gordo ein bisschen viel besser ist. Und auch definitiv in dieser Hülle nicht unbedingt die großen Probleme haben wird, wie Fumi sie haben wird. So. Und wollen wir dann mal weitermachen. Wo wir letztes Mal weitergemacht, aufgehört haben. Chaosbiene. Naja. Ob der Held jetzt viel Schaden machen wird, ich bezweifle es. Aufgrund der Tatsache, dass er mit einer Feuerwaffe ausgerüstet ist. Und ihr seht, Gordo sieht unten von eigentlich aus wie so ein kleines Schoßhündchen. Schon fast. Naja, wie dem auch sei. Oh, die riechen Gift aus. Das ist ja ekelhaft. Okay, die heißen nicht umsonst Giftkäfer. Naja, 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 naja. Zack. Ja, aber gegen Feuer anfällig sind die Käfer schon. Immerhin. Jawohl. Ja, zum Glück kann Gordo nicht vergiftet werden. Zumindest weiß ich nichts davon. Und der Giftkäfer Nummer 2 ist auch weg. Ein Gegengift erhalten. Das ist wichtig für Tia jetzt gerade in der Situation. Das werden wir auch jetzt geben. So, und die Gegenstände wieder sortieren. Krafttränke. Ach ja, genau. Die können nämlich ordentlich heilen. So, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir wieder einen Schnitt und sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Lufia Rise of the Sinistrals wieder. Bis dahin sprach der Raven Knight nimmermehr.